Moin ihr Lunken, ich habe wieder ein Gewinnspiel für euch und zwar könnt ihr diesmal ein Beamer im Warenwert von 700 Euro gewinnen von Acer. Hier ist das gute Stück. Und noch einen Gaming-PC von Hightech, meinem Partner Hightech für Gamers und zwar im Warenwert von 1200 Euro. Beide Produkte verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und wie ihr teilnehmen könnt, ganz einfach wie beim letzten Mal mit dem Gutscheincode bei Level Up von mir und zwar Gutscheincode ELOTRIX2 diesmal. Level Up ist 2 Jahre alt geworden und deshalb gibt es für euch die heftigste Aktion. 50% Rabatt auf Dosen. 2 Dosen kaufen, eine bezahlen. 50% Rabatt einfach mit Gutscheincode ELOTRIX2. 2 Dosen in den Warenkorb legen und an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ich wünsche euch viel Glück. Grüße gehen raus und danke an alle Supporter. Und jetzt viel Spaß weiter beim Video. Peace. Alter. Fran hat gefragt, schon mal überlegt, dass dir deine Tattoos später eventuell nicht mehr gefallen? Ja, klar. Klar, die Tattoos werden, wenn ich alt aussehe, scheiße aussehen. Aber Digga, ist mir scheißegal. Ich lebe jetzt, jetzt habe ich Bock auf Tattoos, was in 20 Jahren ist, scheiß drauf. Mittlerweile gibt es ja auch gute Möglichkeiten, die Tattoos wieder loszuwerden. Findest du eigentlich, dass du geil ausschaust von Andelis? Ich bin kein Model, ich gefall mir, wie ich bin, weil ich kann es nicht ändern. Ich bin mit mir zufrieden, Digga. Ja. Ich bin mit mir zufrieden. Ich bin auch mit mir zufrieden. Und das, was ich nicht mochte vor einer kurzen Zeit noch, Chat, und das war vor einem Dreivierteljahr, dass ich einfach ein bisschen zu gemütlich geworden bin, ein kleines Bäuchlein bekommen habe, ein bisschen zugenommen habe, weil ich nur rumgechillt habe, ne? Und immer reingesnackt habe. Also habe ich angefangen, Sport zu machen. Seitdem fühle ich mich absolut quicklebendig, topfit. Und ich denke, das merkt man auch im Stream, dass die Lebensfreude absolut am, am Start ist. Deshalb ist Sport wichtig. Schwere Frage, da ja oder nein. Ja, ich sag einfach ja. Danke, Chat, dass ihr mich da so unterstützt mit den Kappas wieder. Kuss. In Lil Beauty Lake fragt, stehst du auf Füße? Nein. Tempolimit in Deutschland. Ah ja. Jungs, ich beantworte die Fragen auch immer. Ich stehe auch nicht auf Füße. Gott sei Dank. Vielen Dank. Schon machen, fragt AFC. Nein. Nico fragt, gehst du gerne ins Kino? Nein. Ich bin früher echt gerne ins Kino gegangen. Aber mittlerweile auch. Ja, bei mir wäre es ein Jein. Ab und zu einen geilen Film gönne ich mir schon noch im Kino. Katzenkanzler fragt, hast du schon The Last of Us 2 gespielt? Nein. Dann wird es mal Zeit, Monte. L2401-N fragt, hast du mal deine Großeltern richtig streiten hören, gesehen? Nein. Der Leon fragt, gibt es einen Traum beim Schlafen, an den du dich immer noch erinnern kannst? Ja. Ein Traum, den ich früher sehr oft hatte, als Kind, Jugendlicher war, dass ich mit dem Fahrstuhl, kennt ihr wahrscheinlich, mit dem Fahrstuhl nach oben gefahren bin. Es gab immer einen speziellen Fahrstuhl, und zwar der bei uns in Buxtehude im Stackmann. Der hatte einen Glasboden und alles. Der war komplett aus Glas, man konnte immer nach unten gucken. Und ich habe immer davon geträumt, dass das Scheißding abstürzt. Bulli. Habe ich, glaube ich, irgendwann auch mal geträumt als kleiner Butschi. Das ist, glaube ich, der Klassiker, oder Chat? Jeder von uns hat das mal geträumt in jungen Jahren, dass man im Aufzug ist und abstürzt. ZN fragt, schon mal den Arsch geleckt bekommen oder selber geleckt? Nein. Und die nächste Frage, selber geleckt, weiblich? Ja. Muss ich auch beides bejahen. Was sind das für Fragen, Digga? Benji fragt, hattest du schon mal Todesangst? Boah, Todesangst? Nee. Ja. In Form von Panikattacken oder so, dass ich gedacht habe, ich habe einen Herzinfarkt oder sowas. Ja, nee, doch. Nicht, Digga. Ich bin Kandidat, ich kann mich sehr gut in Sachen hineinsteigern. Und unter anderem, ich bin da ehrlich zu euch, Chat, ich habe da nicht so oft drüber geredet. Ihr wisst ja, ich hatte ja mal vor 1,5 Jahren so einen Nervenzusammenbruch. Und ihr könnt euch daran erinnern, dass ich vor 1,5 Wochen geschrieben habe, dass es mir nicht so gut geht. Da hatte ich unter anderem in der Nacht Panikattacken, bin schweißgebadet, aufgewacht und habe mich reingesteigert, dass ich einen Herzinfarkt habe. Und da hatte ich eine ziemlich beschissene Nacht und ziemlich beschissene Tage danach. Oder einige von euch können das nachvollziehen, das ist kein schönes Gefühl. Ab und an hat man sowas mal vielleicht, ne? Yannick fragt, bist du mit deiner Körpergröße zufrieden? Nein. Ich wäre schon noch gerne ein Stückchen größer. Ich glaube, viele Männer da draußen, und ich zähle mich dazu, ich wäre gerne über 1,90, was ich nicht bin. Ich wäre gerne ein Stückchen größer. Also so die Größe 1,90, 1,92, 93... ist schon so diese ideale Männergröße, finde ich, ne? Ja, das ist aber so groß, ist wieder fast kein Mann. Das ist ja absolut nicht die Durchschnittsgröße. Ich bin ja 1,87, Chat, aber ich habe meistens so eine etwas vorgebeugte Körperhaltung. Das ist jetzt durch den Sport viel besser geworden, aber 15 Jahre Zocken haben einfach an der Körperhaltung ein bisschen was angerichtet. Ist durch den Sport deutlich besser geworden, aber
Ich bin eigentlich auch immer größer, als ich aussehe im Real Life, weil ich halt einfach ein bisschen so nach vorne gebeugt immer so laufe. Das habe ich mir versucht abzugewöhnen, das dauert aber noch ein bisschen. Da kann jetzt ein Jahr Sport keine Wunder verrichten. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es besser wird. Auch dadurch, dass man trainiert, wird einfach dein Rücken wird einfach mehr aus einem Stück. Und dann zieht es dich automatisch so in eine gesündere Körperhaltung, weil du einfach breiter wirst obenrum und dann hast du gar keinen Bock mehr so. Wisst ihr, wie ich meine? So nach vorne gebeugt zu laufen. So. Von daher, mal gucken, was in ein, zwei Jährchen ist. Ja, Sport hat mir da auf jeden Fall geholfen und ich bin ja 1,87 groß. Yannick fragt, Sterbehilfe? Fragezeichen. Ja, definitiv. Unter gewissen Voraussetzungen sollte Sterbehilfe in Deutschland erlaubt sein. Ja. Sisu fragt, bist du schon mal Helikopter geflogen? Nein. Colin fragt, und am liebsten möchte ich ihn dafür bannen, was schätzt du am meisten an deiner Oma? Hashtag Monte, ja, nein. Aus Prinzip, Colin, werde ich einfach dein Profil bei Twitter auf stumm schalten. Coole Ja-Nein-Frage, Digga. Anders Gött fragt, findest du das Memo mit 5O den besten Dinner der Welt macht? Achso, das war eine normale Frage, aber keine Ja-Nein-Frage. Nein, finde ich nicht, weil Memo mit 5O keinen Döner macht, Digga. Also, lame. Manche Leute denken wirklich, ich hänge mit Memo ab, Digga. Sie kennen Memo und sie denken, Memo wäre der Dönermann. Der Leon fragt, fällt es dir schwer aus Boxschule auszuziehen? Jein. Mal so, mal so. Es gibt Tage, da fällt es mir, also da ist die Vorstellung nicht so geil. Dann gibt es aber Tage, da fühle ich mich wieder sehr bestätigt. Voitex fragt, noch im Drachengame aktiv? Ja. Big Mac hat mir gerade vor kurzem ein Video zukommen lassen, was aber nicht auf YouTube war, sondern bei Daily Motion, glaube ich. Wo zwei Leute vor seiner Tür waren, das Video ging 20 Minuten, die auf sein Grundstück gegangen sind. Ich weiß, dass der Drachenlord an vielen selber Schuld hat und ich will mich da auch nicht groß einmischen. Viele sagen, das wäre zu Recht. Etc. etc. Manchmal tut er mir leid. Ich weiß, dass viele sagen, ja, aber damals. Ist das echt immer noch so beim Drachenlord? Ich habe das vor Ewigkeiten mitbekommen, Chat. Vor Ewigkeiten habe ich das mitbekommen. Ich mache mal das Fenster auf. Ist das echt immer noch so? Der arme Digga. Also, ich glaube schon, dass er da absolut eine riesige Mitschuld dran hat, so, aber irgendwann ist ja auch mal gut, oder, Chat? Lass den armen Mann doch in Ruhe, Digga. Ich glaube, der hat seine Lektion gelernt. Ich weiß ja, dass er irgendwie an dem Haus gebunden ist und deshalb auch nicht wegziehen kann, aber wahrscheinlich wäre für ihn das Beste, wenn er einfach weit wegzieht und einen Neustart macht und auch hoffentlich da, wo er hinzieht, seine Adresse und so nicht liegt, ne? Das ist ja auch deshalb so möglich, die Leute, die ihn da belästigen, die können das ja eigentlich auch nur, weil er, glaube ich, in irgendeinem Dorf am Arsch der Welt wohnt und das halt da alles sehr ländlich ist und die Leute da auch einfach keine Konsequenzen fürchten, ne? Und ich stimme euch zu, er hat in vielen Dingen, die er macht, recht und viele Dinge, die er gemacht hat, sind auch einfach, Digga, da fässt du dir an den Kopf. Also ich kann euch nur eins sagen, ich will gar nicht mit den Leuten, den Drachenhatern da irgendwie eine Diskussion anfangen, etc. Ich kann nur aus meinem Bauchgefühl sagen, ich weiß selber, wie belastend das ist, wenn Leute einen vor der Tür belästigen oder abnerven. Und bei ihm ist ja nochmal ein ganz anderes Level. Und egal, was er in der Vergangenheit gemacht hat, tut er mir in vielen Situationen einfach ein bisschen leid. Das ist, denke ich, auch vielleicht menschlich. Seiko fragt... Ja, auch diese Drachenhater, diese Leute, die wirklich systematisch versuchen, dem sein Leben kaputt zu machen... Ich weiß nicht, was da alles vorgefallen ist, aber ich glaube, dass egal, was Drachenlord gemacht hat, dass man das nicht rechtfertigen kann, was da manche Leute machen. Und da muss ich wirklich die Leute fragen. Ich kann sie nicht fragen, aber ich frage mich dann, so Bro, hast du nichts anderes zu tun im Leben? Lass den Typ doch, der Typ ist arm dran, Digga. Lass den doch in Ruhe, Mann. Leb dein eigenes Leben, Bruder. Egal, wie schlecht bei dir läuft immer noch besser als bei ihm. Hack doch nicht auf den armen Jungen rum. Der hat jetzt jahrelang im Internet sein Fett wegbekommen. Scheiß doch drauf, Digga. Zieh weiter, leb dein Leben, Digga. Such dir eine hübsche Freundin. Hustle bei der Arbeit rein. Steig auf in deinem Job, was weiß ich. Mach irgendwas, wo du deine Energie, deine Zeit, deine Motivation reinsteckst, ne? Und sei es nur, nee, das sag ich jetzt nicht. Ja, steck einfach einen weg, Digga. Tu da deine Motivation und Zeit investieren und nicht irgendjemanden im Internet wegmobben. Bruder, das bringt dich doch nicht voran im Leben. Das würde ich den Leuten mit auf den Weg geben.
sollte es nach deiner Meinung Todesstrafe in Deutschland geben? Nein. Denn ich denke, wenn du ganz schlimme Dinge gemacht hast, 40, 50 Jahre im Gefängnis zu sitzen, wenn es sowas in Deutschland geben würde, ist eine höhere Strafe, als nach 5 oder 10 Jahren vom Vaterstaat hingerichtet zu werden. Ja, ja, setz dich noch hin, Memo. Wir beantworten noch kurz ein paar Fragen, Memo. Auf entspannt. Boah, ist das warm hier. Ist ein bisschen wärmer, ja. So, wow. Memo ist auch noch am Start. Moin. Moin. Ich beantworte gerade ein paar Ja- oder Nein-Fragen. Kannst ja auch gerne nochmal, wenn du willst, ein paar mit beantworten. Habe ich auch angeguckt. Holzhändler fragt, ist hier schon mal der Hoden in die Leiste gerutscht? Ja. Kennst du das, wenn er so hochflutscht? Ist dir das auch schon passiert? Ja. Das tut weh, ah, es hat... Das hatte ich in meinen ganz jungen Jahren, diese Haut, ich weiß nicht, wie das heißt, der allwissende Twitch-Chat wird mir das gleich sagen, man kann haben, dass das irgendwie, diese Haut ist schwach oder gar nicht vorhanden und dann passiert das richtig oft und dann beläuft man sich auch in Gefahr, dass das sich so einklemmt und starke Schmerzen verursacht. Ich glaube, das gibt es auch bei dem Magen, bei irgendeinem Teil vom Magen. Ich weiß nicht, ob es beim Blinddarm ist oder beim Darm an sich. Das muss auf jeden Fall mit einer Operation behoben werden. Und bei mir war das, als ich richtig jung war, das wurde dann untersucht und das hat sich dann irgendwann von selber geregelt. Das weiß ich aber noch. Aber das habe ich nicht richtig mitbekommen, weil das war wirklich in so jungen Jahren, dass ich mich da kaum noch dran erinnern kann. Das Gefühl. Digga, auch Jonas stellt hier wieder die Frage, wie schnell bist du schon mit deinem Lambo gefahren? Monte, ja, nein, Digga. Also, weg, Mann. J6 fragt, hattest du damals oder auch heute ein Butterfly-Messer? Damals ja. Damals war die Mode, ja. Ja, also Butterfly-Messer, so, ja, doch, doch. In meiner Jugend haben da immer welche so ein kleines Ding gehabt und haben sich immer als die krassesten gefühlt. Und dann weiß ich noch, irgendwann hat es unser Lehrer mitbekommen, dann ist der richtig durchgedreht. Der ist richtig durchgedreht, unser Klassenlehrer. Weil ich glaube, einer hatte mal ein Pfefferspray mit in der Klasse und so ein Klappmesser oder so ein Butterfly-Springmesser. Der ist richtig durchgedreht, Digga. Ja, der ist nicht von der Schule oder so geflogen, aber da gab es richtig Ärger, als der das mitbekommen hat. Auf jeden, ja. Ich glaube, jeder hatte mal irgendwie sowas in der Art, ne? Kölsch fragt, wenn du schwul wärst, wäre Memo dein Typ? Oha. Keine Ahnung, ich weiß, kann ich nicht beurteilen. Ich finde, Memo ist aber ein gut aussehender Mann. Es steht auf Blondhaarige. Ich? Du bist so ein Spinner, das stimmt doch gar nicht. Hast du schon... Leckerer Brownie. ...mal Viagra genommen, benutzt? Ja. Hast ich nicht. Ich du nicht. Noch nie? Herzinfarkt, danke. Hast du noch nie Camacra oder Viagra benutzt? Nee, hab ich Angst. Hat Memo... Ich auch nicht. Retalk-Chat. Als ich mit Monte damals Gamescom-Zeit richtig viel gechillt habe, da hat er mir erzählt, so ja, er hatte ja irgendwie so ein Ritual, dass er irgendwie nur einmal die Woche mit Anna geschlafen hat. Weiß ich nicht, ob er das immer euch erzählt hat, aber ich hoffe, ne? Sonst habe ich jetzt gerade ihn gebastelt, Kapi. Der hatte, damit irgendwie der Sex weiterhin interessant bleibt, hat er einmal die Woche nur mit Anna gepoppt. Liegt? Ach, Schwachsinn, Chat. Oder zwei, dreimal, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er mir das erzählt, Chat. Kann auch sein, das war Schwachsinn. Aber er hat halt gesagt so, ja, Bruder, wir haben echt selten, aber dann immer richtig so heftig. So, hier, ihr könnt mich mit Leak. So, und dann hat er immer gesagt so, ja, ab und zu hat er dann so ein kleines Pillchen sich reingeworfen. Und dann ging es richtig ab, Chat. Und dann auch so den halben Tag. Dann meinte ich so, alter Bruder, ich brauch das gar nicht so. Ich bin immer horny. Nach dem Kommen, Digga, 5 Minuten danach steht er wieder, ab geht die Luzi. Dann hat er gemeint so, ja, aber guck mal, ich habe hier so eine kleine Pille. Das war nicht richtig Viagra, sondern es war so Durchblutungspille quasi. Und dann meinte er, ja, nimm da mal eine halbe und probier mal aus den Aal. Dann hat er mir so eine ganze mitgegeben. Ich denk mir so, okay, ich schaue so die Pille an, Digga. Denk so, Alter, eigentlich brauche ich das nicht. Steht immer, der steht sowieso immer stramm, mach diesen hier, ich bin ready. 5 Minuten nach dem Kommen ist er sowieso wieder ready. Aber ich dachte, ich probiere es mal aus. Und ich habe das damals, ihr kennt vielleicht noch Jolina, ne? Jojo. Mit ihr habe ich das damals getestet, habe halt mit ihr drüber geredet, ob wir es mal testen wollen, weil ich es halt interessant fand. Das war auch etwas, was bei Frauen funktioniert. Dann haben wir halt beide eine halbe probiert. So. Und das war so, dass sie quasi mit dem Zug unterwegs war. Und wir haben dann an dem Tag ausgemacht, einfach damit ich mit dieser Hornigkeit sie nicht abholen muss und so, sondern wir haben ausgemacht, sie kommt mit Moin, zu und sie... will mir LVL abgönnen. Hast du zwei Sorten, die richtig wild sind?
Kuss. Geh ich gleich drauf an, Digga. Geh ich gleich drauf ein, Digga. Meine Fresse. Ich muss übelst aufs Klo, Digga. Will einfach nur den Satz beenden. Das war's komplett. Bubble. Ich habe da mit ihr ausgemacht. Sie kommt an mit dem Zug und fährt dann mit dem Taxi direkt zu mir, damit ich einfach sie nicht mega horny abholen muss. Weil wir uns das dann so ausgerechnet. Die wirkt so zwischen halbe und dreiviertel Stunde. Dann habe ich das Ding halt eine dreiviertel Stunde, bevor sie quasi bei mir ist, genommen. So. Und ich war sowieso, Chat, ich war immer maximal horny auf sie. Bin ich eigentlich immer, wenn ich weiß, gleich kommt eine hübsche Dame vorbei. Ganz schlimm bei mir, Jungs. Kann ich mal gar nicht an was anderes denken, Digga. Kennt ihr vielleicht? Immer so Nasenbluten-Style. Wie Sanji von One Piece. Und ich habe keinen Unterschied gemerkt. Ich war genauso horny wie immer. Und das Einzige, was war mir, war warm. Ich war ein bisschen rot im Gesicht. Und mir war warm. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. So. Und am Tag darauf haben wir aber ihr die Pille gegeben. Sie hat die probiert und dann haben wir noch ein bisschen gechillt, so eine Viertelstunde, dann bin ich duschen gegangen, ne, und das war krass, bei ihr hatte die anscheinend, vielleicht hat sie es auch gespielt, glaube ich nicht, aber bei ihr hatte die richtig die heftige Wirkung, und zwar bin ich dann nach dem Duschen in mein Zimmer gesteppt, mit Handtuch drum, und auf einmal, sie hatte dann sich so Dessous angezogen, wo sie nicht mal gesagt hatte, dass sie die dabei hat, und Bruder, sie hat direkt attackiert, Mann. Sie hat wirklich attackiert, Jungs. Sie hat richtig attackiert. Das war krass. Also, bei ihr hat die um einiges mehr gewirkt wie bei mir. Oh, schon mal gekifft? Nee, einmal. Welche Pille? Ich weiß nicht genau, was das war. Mont hat mir, wie gesagt, die Pille gegeben. Das war halt, er meinte, so eine Art Durchblutungspille. So. War nichts für dich, ne? Nee, ich weiß, hast du mir mal erzählt. Apfelsaft. Wie? Apfelsaft ist besser, sagst du das? Philipp Brock fragt, hast du Angst, alles zu verlieren? Also Haus, Geld und so weiter. Ja, also es ist menschlich, Angst zu haben, auch alles zu verlieren, klar. Sebastian fragt, schon mal von Forts fast gekotzt. Ja, aber nicht vom menschlichen Forts, sondern von Kylos Forts. Von Kylo oder damals, wenn die Katzen geforzt haben. Jo, Aaron fragt, Katzenfurz riecht richtig, richtig mies. Würde einer von euch mal ein Motorrad holen? Ja. Wollen wir. Ja, erzähl ich schon so lange, Lul. Schon mal anpissen lassen beim X. Ich nicht. Nee, noch nicht. Ja. Glaube ich, Monte nicht. Kaffi. Ja, ich auch nicht, Digga. Stehe ich nicht drauf, Bruder. Also, das geht ja auch gar nicht. Das ist ja das ganze Bett nass. Dusche. Vertraut mir besser. Nein, hat nicht gestimmt. Hat mein Freund erzählt. Janik fragt, wart ihr schon mal in der Schweiz? Ja. Ich war auch da. Mein Bruder lebt dort. Dein Bruder wohnt in der Schweiz. Ja, Schweiz. Ich war auch schon in Schweiz, Österreich. Sehr schönes Land. Schweiz ist schön. Pintex fragt, schon mal gegenseitig euren Schwanz gesehen? Ja, mein Bruder, ich war schon des Öfteren in der Sauna. Wo heute. Ich mit Monte auch schon, Jungs. Wir haben schon die Schwerter gekreuzt, Kapi. Holger gesagt hat, guck mal, Memo. Mit Pissbombe. Wo Holger ihm gezeigt hat, wie die Pissbombe geht. Und Memo meint, wie soll denn das gehen? Ich bin beschnitten. Das war so lustig. Wie du, Holger, das ist einfach so selbstverständlich. Das war zu gut. So, drei Schwänze. Ja, moin, weil ich hier die ganze Zeit Schwänze lese, drei Fragen lese noch vor. Ja, wahrscheinlich Schwänze, Digga. Arbeitet Memo für dich oder unterstützt ihn geldtechnisch? Nein, Memo ist selbstständig, arbeitet selber für sich. Einige denken immer noch zu meinem. Was macht Memo-Chat? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß auf jeden Fall, dass Holger, glaube ich, für Monte was macht, Döner, ne? Ja. Marcel fragt, schon mal mit Kondom gewichst? Ja, früher mal, hat man das mal probiert, mit Kondom, wie sich das anfühlt, ja. Ach, ein Kaffee? Okay. Geil. Das finde ich geil, Chat. Das finde ich geil. Und mit Kondom gewichst? Ja, ist gar nicht so lang her, Chat. Ab und zu mache ich das mal. Digga, vor 10k Zuschauer haue ich hier die Leaks raus, ne? Ist auch ein Tipp an die Jungfrauen da draußen, wenn ihr mal ein bisschen Abwechslung wollt beim Schleudern, einfach ein Gummi drüber ziehen und ein bisschen Gleitgel vorne in die Spitze. Ich schwör's euch, das ist ganz nice, Jungs. Das ist ganz nice. Das ist einfach eine Abwechslung, Digga. Für die Wichser da draußen, ne? Für die viel Wichser. Einfach mal testen, Jungs. Ja, ich glaube, jeder hat schon mal probiert, wie sich das anfühlt mit einem Gummi, oder? Oder? Hat doch jeder schon mal probiert. Klar. Ja, die Leute, die schreiben immer nein, nein, nein. Ja, ja. Oder andere Hand, der Klassiker, Digga. Ich hab's vergessen, hier nicht, okay. Digga, ja oder nein fragen. Oscar fragt, wie habt ihr euch kennengelernt? Digga, noch eine Frage für dich, lieb. Wie habt ihr euch kennengelernt? Nein. Rhyme, war es eine schwere Entscheidung, das Kaffee zu öffnen? Nö.